ich bin jetzt nicht so ein riesen Bob Dylan-Fan, aber ich musste ziemlich lachen, als er in Interviews scheinbar oft gesagt hat, dass er Raumfahrer wäre. Das fand ich eigentlich ganz lustig, weil man sieht sich ja ständig irgendwie als was anderes. Aber ja, man muss sich schon daran gewöhnen, also so, man ist Künstler. Ich bin Künstler, ich mache einen Raum, ich beschäftige mich mit Fotografie. Das sind einfach für mich formbare Begriffe. Deshalb wären sie auch irgendwie so überflüssig. Aber natürlich ist es in einem Satz erledigt, wenn ich sage, ich bin Künstler, als wenn ich 30 Sätze noch hinten dran packe, warum man irgendwas nicht ist. Ich weiß eigentlich immer besser, was ich nicht bin. Deshalb weiß man aber noch lange nicht genau, was man will oder was man ist. Ich glaube, für einen selber spielt das auch wenig eine Rolle. Und ich finde zum Beispiel schön, wenn man sagt, so, ich bin Macher. Also so, ich mache halt einfach gerne Sachen. Das steckt ganz stark auch in diese Erfahrung, die man aus dem Skateboarding sammelt, dass dann quasi alles möglich ist. Ich habe angefangen zu skaten so ungefähr mit 15, relativ spät, so für die Jungs, die da so am Dom abgehangen haben. Diese Notwendigkeit, real zu sein, diese Notwendigkeit, dass es so echt ist, habe ich immer im Gefühl, spielte damals eine viel wichtigere Rolle als heutzutage. Und ich kritisiere das damals. Also ich finde das nicht toll, dass es damals so war und heute nicht, sondern eher umgekehrt. Ich bin froh, dass es nicht mehr so ist. Trotzdem ist das etwas, was man natürlich voll so drinne hat, dass es sich echt anfühlen muss. Wobei natürlich die Frage ist, was ist dieses Echte? Das Foto, was ich mache, sicherlich nicht mit meinem Weitwinkel oder mit meinem Teleobjektiv. Also das Echte ist ja quasi eigentlich immer nur so ein Ideal, was so gar nicht vorherrscht. Es sind ja einfach viele, viele Ichs, die das vielleicht darstellen. Das heißt aber, das ist zum Beispiel was, was ich aus dem Skateboarding und auch aus diesen Fotos produzieren als Erfahrungswert mitgenommen habe und was mich heute auch immer wieder in meiner Arbeit begleitet. Es gibt schon immer so Projekte, die nebeneinander stehen, aber ich habe schon das Gefühl, ich fahre in eine Richtung. Nur auf verschiedenen Zügen, auf verschiedenen Gleisbetten. Und weil ich wenig warten kann und nicht so gerne irgendwie im Atelier rumsitze und nichts tue, mache ich dann irgendwas anderes. Mache halt an einem anderen Projekt weiter, was in einer anderen, ganz anderen Welt stattfindet zum Beispiel. Ich mag auch dieses zwischen diesen Welten springen. Ich finde es eh schwierig, selber Arbeiten zu machen. Also immer schwieriger. Ich habe ja auch nicht so viele gemacht, obwohl ich glaube ich viel mache, aber ich finde es schwierig, weil ich einfach denke, es ist einfach so viel spannender, oft wechselnde Positionen darzustellen, weil ich glaube, dass die Welt so multiple ist, so wirklich so wie Deleuze, Mill, Plateau, habe ich nie gelesen, aber ich weiß, dass der Text gut ist. Ich weiß zumindest, wenn ich in den Spiegel gucke, ich bin viele. Und wie soll sich dieses Viele über diese eine Sache darstellen? Ich male jetzt immer nur noch diesen einen Strich, diese Striche, 10 Jahre lang, 100 Jahre lang. Und deswegen, weil ich diese Striche male und weil das eigentlich total absurd ist, werde ich dann erfolgreich und andere finden mich spannend, weil ich quasi es durchgehalten habe, nur diesen Strich zu machen. Und dann sage ich, nein, dann nehme ich lieber den Nicht-Erfolg. Und kann wirklich viele Dinge, die mich eben beschäftigen, versuchen, denen nachzugehen. Es ist eher ein Forschen. Es ist ein Forschen, ohne Wissenschaftler sein zu können und zu wollen. Es gibt so viele Texte, die für mich auch so eine neue Welt dargestellt haben, weil sie für mich dadurch so Fragen beantwortet haben, die ich wusste zu stellen, aber eben selber an die Antwort nicht ganz genau formulieren konnte. Ich konnte sie quasi durch Bilder formulieren, aber bis zu einem bestimmten Punkt war ich nicht in der Lage, wirklich zu erklären, warum ich genau dieses Bild für wichtig erachte. Oder warum man es nicht irgendwie der Monster oder sonst wem zeigt, sondern weil man eben weiß, nee, das muss in einem anderen Kontext, kann das nur funktionieren. Und dieser Kontext ist zum Beispiel auch etwas, was für mich jetzt essentiell beim Arbeiten ist. Es ist ja schon lange nicht mehr nur die Fotografie, die mich beschäftigt. Für mich ist die Fotografie nur noch ein Werkzeug. Das mag für manche so ein bisschen krass klingen, weil ich sie natürlich trotzdem liebe auf irgendeine Art und Weise. Aber gleichzeitig kann ich ihr einfach gar nicht mehr diese Wichtigkeit
beimessen, die von so vielen anderen und dann vor allen Dingen auch diese ständige ermüdende Diskussion zwischen analog und digital, das ist halt einfach total over. Und ich finde es gut, dass es over ist. Und für alles gibt es einen Grund oder eine Notwendigkeit, aber die muss eben durch die umgebende Handlung hervorgerufen werden und nicht dadurch, dass man meint, diese Kamera jetzt unbedingt nutzen zu wollen. Ich finde, so Fotografie ist immer so unglaublich schwer. So habe ich sie in Erinnerung. So in Barcelona, ich glaube, ich habe meine besten Jahre als Skater damit verbracht, immer diesen fucking schweren Rucksack rumzutragen mit 5 Metzblitzen. Und immer, wenn wir irgendwo waren, wo ich vielleicht auch mal was hätte machen können, war ich immer so total müde und dachte, ja klar, du machst jetzt einfach die Fotos und skatest jetzt nicht. Ich habe Fotografie immer so als unglaublich schwer empfunden und habe damals schon davon geträumt oder wusste, dass irgendwann wird sich das komplett auflösen. Irgendwann werden die Skater sich selber fotografieren und der Fotograf ist quasi so ein historisches Relikt, was so übrig bleibt. Und man merkt es ja, es ist voll da. Also so die Videos, die selber gemacht werden. Es ist ja jetzt wirklich so ein nicht in sich geschlossenes System, aber so ein System, was einfach viel näher ist, weil es sich quasi gegenseitig bedingt. Und entweder der eine filmt eben den anderen und beide skaten aber zusammen die Session. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn es immer diesen Dritten gibt. Mich faszinieren diese Bilder, die nicht hergestellt wurden, um Bild sein zu wollen. Also Bild im Sinne von als Arbeit, als Bild wahrgenommen zu werden. Am Ende merkt man eben, dass man halt quasi durch sein Handeln im Raum, was jeder von uns vollführt, permanent Bilder erzeugt. Und dass man sich deshalb halt schon leider die Frage stellen muss, inwieweit die Fotografie da noch eine Relevanz trägt. Ob ich, ich begrenze jetzt mal auf mich, ob ich die Fotografie quasi noch brauche. Und dann kommen natürlich so Fragen, ja klar, du brauchst sie, weil wenn du zum Beispiel eine Arbeit in einem Raum vollführst, sie sonst niemand mitbekommen würde. Aber daran merkt man schon, es sind quasi eigentlich nur noch Hilfsstellungen, die die Fotografie in dem Moment einnimmt. Sie ist nicht mehr der eigentliche Mittelpunkt in meiner Arbeit zum Beispiel. Sie geht halt weit über den Rahmen, über den Bildrahmen hinaus. Und das ist vielleicht auch eine Schwierigkeit, vielleicht auch bin ich deswegen auch ein schlechter Künstler, weil mich dann doch einfach so viele Fragen beschäftigen rund um dieses Bild oder rund um diese Bilder, die man in dem Raum erzeugt oder diesen Raum, den man erzeugt. Aber ich finde sie halt so notwendig und so spannend, dass ich sie halt einfach nicht weglassen kann.